Weil euch ja das Format so gut gefällt, habe ich mal wieder all meinen Mut zusammengenommen und einen Blick in die YouTube-Trends gewagt. Und alter Schwede, was ist denn da los? Ein Comedy-Video in den Trends, was nicht von Varion ist? Alter, ich scheiß mich vor Freude ein. Ja, Teddy-Comedy kennen vielleicht einige von euch noch aus Klassikern, wie zum Beispiel... Wie viele Einwohner hat Deutschland denn? Bei Mathematik, immer Mathematik, überall Mathematik, ey. Oder manche sogar das hier auch noch. Das mit den Karre, was da gerade war, keine Ahnung, was das war, was? Aber... Peter, hör zu, hör zu! Ich weiß, dass das dich aufgeregt hat. Aber komm mal runter! Komm runter! Und genau dieser Mann hat jetzt einen Song hochgeladen, der sich so ein bisschen komödiantisch mit der aktuellen Lage auseinandersetzt. Deutschland ist stabil, Junge! Ey! Deutschland ist stabil, Junge! Ey! Ich hab die Taschen voll mit Grünzeug, auch Halloumi für alle, für jeden Mann, Frau und der Rest der Menschenmenge. Nice. Jetzt mal Hand aufs Herz, diesen Song fühle ich so richtig. Gute Laune und vor allem den Humor durchgehend zu behalten ist super wichtig, also in meinem Leben zumindest. Und sind wir mal ehrlich, natürlich stehen wir diese Zeit auch noch durch, oder? Jetzt sind wir uns doch einig, oder? Oder? Jetzt sind wir uns doch einig. Oh Scheiße, wir werden alle sterben! Warum? Ja, man kann sich schon denken, immer wenn ein Video auf Platz 1 in den YouTube-Trends ist, gibt es auch Kommentarschreiber, die das ganze Video so ein bisschen im anderen Licht sehen. Oh Junge, gehst du mir auf den Sack, du Eierkopf? Wieso? Was hat er denn gemacht? Hat er deine Mutter gebumst oder was? Komm runter! Lächerliche Witzfigur! Alter, Teddy ist Comedian und Antoine ist sogar eine Kunstfigur. Ihn also als Witzfigur zu bezeichnen, ist eigentlich genau genommen die exakte Beschreibung von dem, was er da gerade macht. Leck mich doch am Arsch! Aber wir merken schon, es gab wieder super viele Kommentare, die es wert sind, mal bewertet zu werden. Also ist es mal wieder soweit. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von CEO Wuschelkopf sucht den extremsten Kommentar. Intro. Yahoo! Dumme Kommentare, es gibt dumme Kommentare, doch CEO findet sie sofort. Dumme Kommentare, es gibt dumme Kommentare, doch CEO liest ihnen was vor. Ich wollte das Intro ja eigentlich schon lange mal überarbeiten, weil ich meine, CEO liest ihnen was vor, was soll das bedeuten? So, jetzt legen wir mal los. Der erste Kommentar ist nicht einmal einer, der irgendwie negativ ist oder so, aber trotzdem einfach super lustig und der muss mal gezeigt werden. Das ist die neue Nationalhymne. Stellt euch mal vor, das wäre halt echt so. Bei so einem Fußballspiel Deutschland gegen England, erstmal die englische Hymne so ganz souverän. Alle sind so mega patriotisch und fühlen einfach ihr Land. Und dann kommen wir halt so daher. Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Jetzt aber ohne Scheiß, mir wäre das so egal, ob wir dümmlich rüberkommen. Ich finde so eine Nationalhymne viel sympathischer. Eins kann ich dir sagen, wir sind zusammen in dem Boot, in den Schiffen, bald auf den Inseln, du kleinen Bitch. Dann können wir jetzt ja zu den heftigen Kommentaren kommen. Los geht's. Carolina, du musst rausgehen, ich drehe gerade ein Video. 150.000 Corona-Fälle in Deutschland. Teddy, Deutschland ist stabil, Junge. So, jetzt aber mal Buddha bei die Fische. Ja, wir haben mittlerweile 160.000 Fälle sogar, aber auch 120.000 Geheilte. Selbst die Tode sind im Vergleich zu anderen Ländern jetzt ganz schön gering sogar. Wenn Deutschland also Meme wäre, würde es sagen... Why are you dying? Why are you dying? Oh, da wird's mal ein bisschen hart, oder? Also, vergleichsweise machen wir einen guten Job. Deswegen würde ich mal sagen, können wir uns schon auf die Schulter klopfen. So ein bisschen hier Deutschland, gut gemacht. Gut gemacht, Deutschland. Oh, absolut gut gemacht, Deutschland. Danke. Aber na gut, schauen wir uns den nächsten Kommentar an. Wie kann einem sowas gefallen? Musikalisch betrachtet, Schrott. Ich finde, man erkennt doch deutlich, dass es ein Comedy-Song sein soll, weil ich meine... Aus dem Pandemie mache ich ein Panini, bisschen Zucchini und ein Aubergini. Nice Aubergine an der Stelle. Es ist also einfach nur ein Comedy-Song. Das ist wie früher bei Titti, wo es mal hieß so, hey, ihr könnt nicht singen, aber ganz ehrlich, darum geht's ja zwangsweise gar nicht. Pandemie, Digga, das Wort triggert mich. Es heißt Pandemie. Ach, Mann, ey. Baby Yoda, bitte gib Deutschland ein bisschen Humor, Mann. Schade, dass er nicht irgendwas mit Corona rausgebracht hat. Wäre Mio Kracher auf Schlag. Und dieser Mann hat nicht einmal das Videothema verstanden. Wenn mir der Lehrer früher verkündet hat in der Schule, wir haben jetzt hitzefrei, meinte er dann so. Oh shit. Wenn das war so ein Typ, der Lehrer früher verkündet hat in der Schule, wir haben heute hitzefrei, meinte er nur so. Schade, und ich hab schon gehofft, wir dürfen wegen der Hitze heute nach Hause gehen. Schaff den weg jetzt. Pass auf, das Lied ist ein bisschen zu patriotisch. Wann? An welcher Stelle? Als ob man gleich zu patriotisch ist, wenn man sagt, also Deutschland weist schon eine gewisse Stabilität auf. An der Stelle, glaube ich, wird es Zeit, euch ein bisschen vorzuwarnen. Das waren bisher eher die harmloseren Kommentare. Ich meine, Leute, es geht um Corona. Natürlich gibt es da in den Kommentaren super viele Experten in Bereichen von Pandemie, Virologie,
Wirtschaft, Politik, Menschen, die einfach verstanden haben, wie es wirklich ist und einfach das Volk bitten, endlich aufzuwachen. Es gab keine Pandemie und es wird nie eine geben. Corona ist dieses Jahr nicht gefährlicher als letztes oder vorletztes Jahr. Also ich will mir jetzt gar nicht 2000 Fenster lehnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon so ein paar Virologen gibt, die da dir widersprechen würden. In der Menschheitsgeschichte gab es schon so einige Pandemien und ich denke, es wird auch noch ziemlich viele davon geben. Doch jetzt kommt der Kommentar, den ich persönlich sogar noch schlimmer fand. Bitteschön. Trauriges Video. Aber in einer Zeit, wo wir aufstehen müssen, bleiben Leute wie er sitzen und machen noch Geld mit der Zerstörung unserer Freiheit. Ich frage mich nicht mehr, wie das passieren konnte. 1933. Leute, ich bin ein Comedy, kein Aufklärungskanal, deswegen guckt da gerne gute, seriöse Quellen. Aber Leute, eines kann man ganz klar sagen, eine unbeschränkte Freiheit gab es nie. Ich kann nicht rüberlaufen zur Tankstelle und die überfallen jetzt oder sonst irgendjemanden schaden, das darf man nicht. Damit so viele unterschiedliche Menschen einfach miteinander leben können, braucht man gewisse Regeln. Ob jetzt bestehende Regeln gut sind oder ob es noch bessere gäbe, darüber lässt sich immer streiten. Also das ist ganz klar, somit verbessert man ja alles letztendlich. Aber dass ein Comedy-Song, der einfach nur gute Laune geben soll und unterhalten soll, dass dieser Song plötzlich zu einem, der zerstört unsere Freiheit und macht alles kaputt, umgebastelt wird, das verstehe ich halt nicht. Also ich verstehe schon, wie er darauf kommt, dass das so sein soll, aber es ist halt so irre. Also ist das Fazit mal wieder. Fröhlichkeit, Lachen, Comedy, Humor ist mir super wichtig in meinem Leben und ich bin froh, dass es Creator gibt, die dafür sorgen, dass sowas in unserer Welt existiert. Auch ich habe momentan viel mehr Stress und bin an manchen Tagen wirklich nicht mehr wirklich glücklich. Daher hier auch mal ein riesengroßes Dankeschön an Schwarzes Phantom. Dank dir ist unter dem letzten Video die Aktion Liebe Worte an CEO komplett eskaliert und es klingt total kitschig und lächerlich, aber im Durchlesen der Nachrichten irgendwie ging mir das dann in dem Moment so nah, hatte ich schon so ein bisschen Pipi in den Augen. Und genauso hoffe ich halt eben auch mit meinen Videos die Laune einfach ein bisschen zu verbessern, also vielleicht hat es ja geklappt bei dir, keine Ahnung. Vielleicht bin ich blauäugig, zu optimistisch, einfach zu gutgläubig, ist mir scheißegal. Das ist mir lieber, als irgendwie dauernd überall das Böse zu sehen. Also ich stimme Teddy zu. Deutschland ist stabil, Junge! Ey! Deutschland ist stabil, Junge! So, der Abo-Slogan dieser Folge ist dieses Mal: Gib CEO ein Abo ohne Reden, dann wird er bald die 400k erleben. Und hau die Glocke obendrein, dann wird ein Köftespieß bald bei dir sein. Aber gib mir einfach nur ein Köftespieß. Bleib gesund, ärgere dich nicht so sehr, dein CEO. Okidoki. Okay.